Levatoire Christi ganz hortlich und hat die Welt kommt zu dieser Karte Bibelbetrachtung. Von hier lese ich Epheser, das 5. Kapitel, die erste 7 Verse. Da sagt er, dass Gott seine Leibetinger strebt, am immer ähnlicher zu werden. Habt seine Leib einer zum anderen als Christus zu uns hat, in seine Leib für uns Abfahrt aus einem scheinen Gerach, an dem Gott einen Gefallen hat. Wieso ist der Heilige Totchamp, Lot bejüht nicht einmal so viel aus von Hörerie, Anrennigkeit oder Jitz der Rätsel. Die sollen nicht schaunbare in Norenhofter Red haben, ob nicht Dummheit trieben, der jüt nicht ansteht. Euch jüt leiber dankbar zu sein. Wes je weiter sei er Gott, wer sich mit Hörerie aufjäf oder Jitz sich es, wat jeder Dienst es, so ne Menschen habe keinen Anteil an Christus und an Gott sein Reich. Lass dich nicht verleiden, der Schlage wird. Willst du da wehen, kommt Gott sein Euer über die Menschen, die Gott nicht erhorchen wollen. Hab nichts mit so einem Menschen zu tun. So hier wird uns einmal gesagt, dass wie du noch streben sollst, Gott ähnlicher zu werden oder ab andere wird vielleicht Gottes nur Oma oder nur Opa zu werden. Der Leib, den Christus uns gebracht hat, von dem er sich stellvertretend für uns opferte, dieser Leib wie ein guter Gerach für Gott. Dort spielte Schriebe an, ab den Opfer, die zum Beispiel im Alten Testament immer waren, für Gott gebracht wurden, und wenn das Fleisch eben für gerost wird, dann gab es den scheinen Gerach für Gott oder andere Sachen, verbrennt wurde zu Gott seine Ehre, dass wir an dass Gott ein guter und scheiner Gerach sollte anhören. Wenn ich nur ein Mensch sehe, oder wenn wir Menschen sind, die leben, so als hier in den letzten Kapiteln und auch hier wieder ans Ferienhalle wird, dann meint, dass uns Leben dann ein Opfer ist, dass für Gott ein guter Gerach hat, wo Gott ein Gefallen anhat. So kommt der Heilige auch zu. Ein schlechter Gerach, ein fühler Gerach, ein stänker Gerach, der jen jeftet, wenn Menschen sich mit Hörerie aufgeben, oder wenn sie jitzig sind, oder wenn sie alle mehr Gedammheit reden, bloß gedankenlose Tohanrede, Witze reden, was nicht meine, was nicht abbühe, oder sonst was in der Richtung. Dort jeft kein guter Gerach von Menschen. Und wie weit er dort, wenn wir mit Menschen taub sind, wo es anreine Witze sind, dann weit wie du es auch anreinet Leben. Wenn wir weit er dort, wo Menschen sind, die jitzig sind, die bloß taub rufen, mehr als was sie für sich neidig haben, nicht reit sind zu geben, nicht aufopferungsvoll geben, wählen, sondern bloß an sich denken, du hast kein gutes Leben. Du musst man nicht sein, du hast Streit, du hast kleine Denken, du hast nicht ein großer Geist. In das Vers sagt uns, oder diese Vers sagt uns direkt, du hast Aufgärterie. So mit der Sache, wo du an diese Welt rücken, wo du verdorben ist, die Korruption, dort wird verdorben, dort wird nicht gut ist, wo du verchämt und wo von dieser Welt erst du mit Seel, wie nichts zu tun haben oder so eine Sache, sollen in uns Leben als Christen einfach keine Rede von sein. Und da wird hier gesagt noch, dass da sind Menschen, die auch immer waren in der Gemeinde sind, die durch so eine Welt verleiden, die sagen, ein bisschen trinken, schuld nicht, ein bisschen dit, ein bisschen jant, ein bisschen im Luxusleben oder Geld für Sachen ausgeben, die nicht nötig sind, und all das, das ist nicht so schlimm. Wir können mit unserem Geld tun, was wir wollen, in all diese Sachen. So in der versagten Fall sagt Ludwig nicht verleiden, durch Leute wird. Weil das sind die Ursachen, durch diese Sachen, wo dann Gott sein Euer über die Menschen kommt. In so einem Menschen sagt, das haben kein Anteil an Gott sein Reich. Das sollen wir bedenken, wo wir leben, immer wo wir uns aufgeben, in wo wir zu der Sache, die wirklich anrennen, schleich sind, wo wir dort stehen. Da
Aber es ist nicht gut, einmal mit so einem Menschen taub zu sein. Menschen, die so leben, die sollen wir meiden. Wir sollen nicht Umgang mit denen haben, in dem Sinn, dass wir ständig mit denen taub werden, wie es dann stecken sie uns mit dieser Anreinheit an. Lieber Tohira, wo ist dein Leben in dieser Welt, wo so viel Anreinheit schleichtet, in alle die Sachen sind, von was hier der Rede sind? Wenn du von dir auch noch dabei verwickelt bist, dann möge ich die Mut. Möge einen Weich durch. Gone Jesus, leih deine Sache beim Kreuz an und möge die Entscheidung, dass du wirst Gott nur folgen. Das ist die beste Entscheidung, die dein Leben haben kann. Herr Jesus, danke schön, dass du uns in dieser Welt rückgerat hast, ob so wir noch in dieser Welt sind. Ich bete, dass du uns helfen wirst, kräftig und wirksam uns von dieser Welt loszumachen. Durchdach uns immer wieder mit deinem Wort, sodass wir sehen können, wo wir noch zu Hause haben, und help uns kräftig, die Sachen von dieser Welt zu meiden, dass wir was können sehen, wo du einen Gefallen hast und was für dich ein Wohlgeruch ist. Amen.